Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Teil 10 meines Let's Plays to the Evil Within. Und ich habe mir Verstärkung mitgebracht diesmal. Und zwar an meiner Seite die gute Kirby. Hallo. Hallo und zu Diensten. Ja, wunderbar, wunderbar. Also es geht rund hier. Ich habe eine kleine Fehlaufnahme gehabt. Es ist nicht gut gelaufen. Überhaupt nicht gut gelaufen. Ich habe versagt in mehreren in mehrerer Hinsicht. So, oh, wo sind wir denn hier gelandet? Achso, ich kann übrigens auch Licht anmachen, genau. Oh, was ist das denn? Kisten gibt's da auch. Das nehmen wir. Darf man denn jetzt Kisten kaputt machen oder kommen dann direkt alle? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist auch etwas, was ich noch nicht so herausgefunden habe. Oh, jetzt war ich aber laut. Das hat aber ordentlich gescheppert. Kann ich hier raus? Weil du das Fenster zerschlagen hast, deswegen. So, das hat doch bestimmt irgendjemand gehört. Oh, guck mal, hier wäre ich fast reingelaufen. Oh, meine Güte. Glück gehabt. So, ich höre schon wieder Kräuchen und Fleuchen. Ich habe mir auf jeden Fall jetzt zur Prämisse gesetzt, ich möchte doch hier alles, was hier so rumkreucht und fleucht, umbringen. Schaden kann es nicht. Nein. Ich glaube, das haben die sich auch zur Prämisse gesetzt. Das ist, ja, genau. Ich habe mir ja gedacht, ne? Ja. Was ihr mir, das ich euch. Genau, alttestamentarisch. So, also hier ist jetzt eben einer reingegangen. Das habe ich auch schon mitbekommen. Ich versuche jetzt hier mal langsam dem zu folgen. Ich habe die Shotgun ja Gott sei Dank ausgerüstet. Boah, das dauert ja ewig, bis man in den Schleichmodus gehen kann, oh, ne? Oh, guck mal da. Da gibt es Treppen. Da ist noch einer. Hinter der Tür ist noch einer. Da. Oh mein Gott. Geht auch zur Treppe. Soll ich mal folgen? Probier mal. Aber der wirkt sehr unentschlossen in dem, was er tut. Ha. Dafür bin ich umso entschlossener. Ja, aber da oben ist noch einer, ne? Wenn du den jetzt anzündest, musst du bestimmt direkt wieder in Deckung gehen, weil sonst kommt der nachher die Treppe wieder runter. Ja, ich werde mal... Und denkt, Barbecue. Was ist das denn? Das ist doch auch eine Kiste, oder nicht? Ja, aber da geht natürlich wahrscheinlich auch die Flasche kaputt, ne? Wenn du das kaputt machst. Das ist richtig. Also nicht, dass wir die Flasche brauchen, aber das ist laut bestimmt. Okay, okay. Oh, es ist natürlich blöd, jetzt eine Treppe hochzugehen, wenn man nicht weiß, wo der da oben ist, ne? Wenn ja. Man sich auf der Treppe begegnet. Blöd. Das wäre mies. Oder du wirfst eine Flasche gegen die Wand, da wo die Kerze ist, und hoffst, dass der das hört und runterkommt, während du in einem anderen Zimmer, wo wir reingekommen sind, wartest. Ja, das machen wir so. Was, was ist das denn? Ach so. Oder, okay, das habe ich schon genommen. Ich höre was. Ja. Oh, Deckung, Deckung, Deckung. Oh, und wieder das hört. Wird auf jeden Fall sauer, aber die Treppe jetzt findet oder nicht, weiß ich nicht. Aber, oder ist er? Da ist er. Super wütend. Super wütend. Oh, zock. Boah, mit dem Stacheldraht, das ist ja so ekelhaft. Yes. So, Schwump. Oh, was haben wir denn da? Oh, der hatte Patronen. Ah, oh, das ist so schön. Ja, manchmal habe ich auch herausgefunden, lassen die auch so grüne Flüssigkeit fallen. Ja, was war das? Ach, oh ja, das ist schön. Das ist gut. Super. Spaß dir, Ding. Genau, ein Streichholz. Dankeschön. Zumindest. So, gucken, ob da oben noch mehr sind. Jawohl. So. Zwischenspeichern darf man hier nicht, ne? Nein. Schade. Ah, genau. Hier habe ich übrigens angefangen auch. Hier war das mit dem Doktor. Hier haben wir den getroffen. Ja, draußen ist dann die Kurbel, also fürs Tor. Das war doch da irgendwo, wo der Doktor war. Ja, genau. Genau. So. Auf diesem Balkon, wo man auch zu dem Tor gucken kann, ne? Das letztendlich aufgehen soll. Genau. Ah ja, da ist es rechts. Hörst du auch was? Ja, es hört sich so, wenn einer Ketten hinter sich herzieht, ne? Aha, Moment. Fühlen die sich nicht angegriffen von deiner Fackel? Ich weiß es nicht. Aber was ist denn das für einer? Was ist denn das für ein Geraschel? Ich glaube, das ist der hier, das kommt aus der Scheune. Da ist die Kurbel. Da ist die Kurbel. Und die soll genau. Man aber noch nicht betätigen. Die habe ich schon betätigt. Ach so, aber das Tor ist immer noch zu oder ist das jetzt auch? Ich glaube, ich kann da jetzt hin. Aber dann geht's los. Aber wir brauchen vorher noch einen Gegenstand. Okay, okay. Genau, das ist bei der Aufnahme, die ja fehlgelaufen ist. Ich weiß gar nicht, ob mir das jetzt noch mal erzählt wird. Oh Gott, oh Gott.
Das könnte man zerschlagen und dadurch, aber das ist natürlich auch... So, ich mach mal hier langsam auf. Hallo? Boah, wer ist das? Der hört sich ein bisschen an wie diese Wengalo-Wengalo-Typen aus Resident Evil 4. Ja, die hat man auch immer schon meilenweit gehört. Das stimmt. So, hier könnte ich mich verstecken. Das brauche ich aber nicht. Hier könnte ich mich auch verstecken. Hast das aufregend, jetzt mal dabei zu sein? Live. Ja. Da ist einer am Fenster. Der kommt rein. Versteck dich unterm Bett. Wo ist er? Wo ist er? Das sind bestimmt mehrere. Burn, baby, burn. Oh, da kommt noch einer. Willst du dich nicht verstecken? Nein. Die sehen auch ein bisschen aus wie so, also die beiden gerade, der Mann und die Frau, ne? Wie so, ja, wie halt Resident Evil 4, diese Landbevölkerung. Absolut, so, ne? Absolut. Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Ja, das meine ich. Zack, da das ist wieder aber, die Flüssigkeit. Ja, das sah aber gerade auch echt creepy aus. Ich habe so aus dem Augenwinkel gesehen, wie sie sich durch das Fenster gezwängt haben. Das war echt... Ja, echt vielen Dank. Es hat sich schon bewährt, dich dabei zu haben. Einfach so, wenn man selber spielt und dann noch kommentiert, man kann sich echt nicht auf alles konzentrieren. Wenn man so entspannt daneben sitzt oder auch nur davor, da sieht man einfach mehr. Ich kenne es doch auch, wenn ich im Metro wie blöde durch die Gegend talpe und nichts sehe. So, boah, ich bin echt jetzt aufgeregt, aber ich muss noch unbedingt eine Waffe finden, die hier in dem Areal versteckt ist irgendwo. Wo ist denn der Doc eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Oh, was ist das denn? Oh, das ist schön, ein Streichholz. Und diese Fackeln, die halten auch immer nur so ein, zwei Schläge lang, ne? Dann sind die ja, genau. Also eigentlich wirklich nur einen Schlag, der dann die Leute verbrennt. Gott sei Dank, aber direkt. Mhm. Und das war's, ja. Aber eigentlich auch geile Waffen, ne? Dadurch, dass die wirklich one hit, one kill, sowas ist ja auch mal nicht schlecht. Vor allen Dingen... Oh oh. Oh nein. Sehr geil. Willst du dich jetzt mal kurz verstecken vielleicht, falls den Schuss jetzt jemand gehört hat? Ja, sollte ich mal machen, ne? Da unterm Bett? Oder das geht auch, einfach so an der Wand. Ja, ich glaube hier, solange ich das Licht aus habe, so wie der eben halt auch. Boah, was war das denn gerade? Das war der Bettpfosten. Ach so. Ich dachte gerade, ein Evil Zwerg. So, jetzt ist aber ruhig geworden, ne? Ja, außer der eine, der die ganze Zeit darum wütet. Genau, außer der. So. Wird es eigentlich auch mal Tag? Nee, ne? Ich habe so viele Fragen. Ich glaube, hier wird es nicht Tag. Hier wird es nie wieder Tag. Tja, passt zum Herbst. Ach so, guck mal einer an. Jetzt bin ich denn hier? Ist das ein Vogelkäfig auf dem Tisch? Das ist aber unhygienisch. Das sieht auch sehr fies aus. Das ist so blöde gebaut, ne? Man weiß überhaupt nicht, wo Norden, Süden, Westen... Ach, da sind diese großen Enten, also die viel zu groß sind für Erpel, ja, genau. Aber das Gefieder von einem Erpel haben. Ja. Genau, die sehen komisch aus. Ja, die gab es, glaube ich, in Part 8 bei dir schon, hast du das erste Mal gesehen. Ja, ich meine auch dann, dass ich hier die Leiche eigentlich verbrannt hätte, aber... Ja, dieser Speicherpunkt eben, der war sowieso ein bisschen bizarr, ja, schon. Wo das jetzt angefangen hat. Heieieiei. Okay, hier geht's nirgends raus. Doch, hier geht's raus. Macht einen so nervös, ne, wenn einer die ganze Zeit so rumzetert. Ja. Boah, furchtbar. Wenn ich das jetzt wäre, der Sebastian, hätte ich auf jeden Fall einen MP3-Player dabei oder so. Das war schön Musik. Oh, was haben wir denn hier? Glibber. Gehirnglibber. Oh, und? Lecker Brain Juice. Was ist das? Oh, schon wieder Munition. Shotgun-Munition ist das? Sah so dick aus. So, ich muss jetzt erstmal meine Pistole nachladen. Da haben wir schon mal 5 Schuss und für die Shotgun 4. Das ist doch. Damit kann man noch arbeiten. Das hat ja fast schon Ego-Shooter. Naja, Ego nicht, aber Shooter-Züge. Third-Person-Shooter. So. Auf geht's mit Gebrüll.
Ich mache mir News. Das ja, ich mir auch. Ich bin bei Alien ja schon angespannt, aber das so, hier... So, ich gehe jetzt mal hier hoch. Hallo? Jemand zu Hause? Ach, okay, okay. Das hier ist die Scheune. Sieht aus wie ein Saloon. Ja, ich habe schon alles, glaube ich, durchsucht. Okay. Aber was halt jetzt wirklich wichtig wäre, ist halt wirklich dieses blöde Waffe. Ach so, übrigens hier, was du hast denn gefragt, ja. Ist der das? Oh, das ist der, ne? Das ist der. Und da liegt eine Kettensäge, die brauchen wir nämlich, um das Tor zu öffnen. Oh, sein Lieblingsspielzeug. Aber der ist doch festgemacht. Kann man sich den nicht holen? Ja. Oder hat der so eine große Reichweite? Ach, du willst auch nichts verraten, ne? Okay, ich sag nichts. Wow, wer ist das? Das ist irgendeine Statue. Oh, das ist ganz wichtig. Streichhölzer. Oh. Mit der kann man nichts machen? Nee, irgendwie nicht. Die sieht irgendwie aus wie so ein Questgegenstand, dass man die irgendwo anders positionieren muss, ne? Ja, das stimmt, aber... Oh, was ist das? Guck mal einer an. Ein Schlüssel. Guck mal einer an. Ach, Kirby. Ich sag dir doch, ich bin Gold wert als Beifahrer. Love you so much. Love you too. Jetzt so. Hast du einen Schlüssel. Ja. Wofür? Um den loszubinden. Yay. Yeah. Ja. So. Ich weiß, dass sie in irgendeinem oberen Bereich ist. Die Waffe, die ich suche. Die Waffe, die wir suchen. Ist das nicht die Kettensäge? Nein, also das ist eine essentielle Waffe. Die Waffe, die ich suche, ist eine optionale Waffe. Ah, okay. Und deshalb werde ich den jetzt hier nochmal guten Mann sein lassen. Und nochmal woanders suchen. Ich hatte mir ja eh vorgenommen, die alle auszurotten. Aha. Das war doch auch mal nicht verkehrt, oder? Nein. Ich glaube, das wird sich später noch bezahlt machen. Das kriegen wir eine Abkürzung jetzt. Genau. So. Lalalala. Ich wollte gar nicht mehr runter. Ich muss, glaube ich, mal in ein anderes Haus noch. So. Genau. Hier gehen wir jetzt raus. Oder auch nicht. Abgeschlossen. Das ist doch nicht wahr. Warum? Tja. Warum machen Sie sowas? Warum zwingen Sie mich hier aus Fenstern zu steigen? Oh, ist das laut. Der ist so laut. Der ist richtig laut, ne? Zieht. Was ist das denn hier? Guck mal, was soll das überhaupt? Was hält man denn da auf? Ach, ich weiß, wo ich hin muss. Ich weiß, mir ist es wieder eingefallen. Gut. Und zwar hier hoch. Oder war das gar nicht das richtige Haus? Ach, nein, hier waren wir ja eben schon drin, ne? Damn it! So, jetzt gehen wir noch einmal. Aber weißt du, was ich meine? Man verirrt sich hier so schnell. Also ja, aber es ist ja auch wirklich, es sieht doch alles komplett gleich aus. Und es geht auch alles ineinander über. So. Wow, hast du gesehen? Hier, Ninja-Rolle. So, ich glaube, ich gehe jetzt hier nochmal aus dem Haus raus, wenn ich hier irgendwann nochmal rausfinde. Das ist auch wahr. So, ich werde nämlich jetzt hier mich aufwerten. Die erschreckt mich immer, wenn die auftaucht, oder? Ja, mich auch. Also nicht, sie ist weil weg. Sie ist, wer sie ist, sondern einfach, weil die auf einmal da ist und so leuchtet. Sie ist weg. Warum ist sie weg? Und ich bin und wieder allein. So, Tagebuch von Sebastian Castellanos, Dezember 2004, mein erster Tag als Detective. Meine neue Partnerin, Mira Hansen, ist ein echter Kracher, zäh und geradlinig, genau mein Typ Frau. Aber ich muss aufpassen, sie hat mich fast dabei erwischt, wie ich mir ihren Haar... Das habe ich schon gelesen. Das kenne ich schon. Ja. Zurück in die Mental Clinic. Das ist ja eigentlich auch schlimm, dass man sich bei dem Spiel in dieser
Mental Institution noch wohler fühlt, ne? Ja, als bestimmt. In Anführungsstrichen realen Welt, wobei. Da hast du vollkommen wie real recht. Die ist, werden wir ja auch noch erfahren. Wo ist die Lady? Da rechts, ja. Ne? Guten Tag. Hier ist etwas, das Sie gebrauchen könnten. Warten. Was denn? Was hast du denn? Der Computer sagt nein. Geben Sie mal her. Was denn? Nicht wehtun. Ich glaube, die macht dir dann hier nur die Tür auf. Oder? Ja, die macht dir nur die Tür auf. Kann man das jetzt nehmen, was da lag? Nee, ne? Nee. Aber die führt mich irgendwo hin, was ich, wo ich noch nicht war. Vielleicht hat das mit dem Schlüssel zu tun. Wo führen Sie mich hin? Sie reden wohl nicht viel. Hui. Ich sag dir, jetzt da. Geben Sie mir den Schlüssel. Das ist wirklich ein Schlüssel. Also ja. Den Schlüssel, den ich hier, ne? Ja. Detective Castellanos, haben Sie so einen Schlüssel? Geil, das ist ja aufregend. Mit so einem Schlüssel können Sie eine dieser Türen öffnen. Hoho. Egal welche? Egal welche, übel. Wie gemein. Was nehme ich denn? Der Inhalt gehört Ihnen. Irgendwas Kommen Logisches, Sie oder? Wieder, wenn Sie ich meine, so viele Schlüssel findet man eh nicht. Hier, nee, die ist zu offensichtlich. Ich glaube, ich nehme hier oben die, oder? Ja, mach. Hui. Oh. Was? Kann man da später nochmal wiederkommen? Ich weiß es nicht. Ich werde mich jetzt mal aufwerten gehen, damit dass ich mehr Munition mit mir tragen kann. Oder? Das ist doch clever. Ja. Wo bin ich Guck hier? Mal, wie viele das gibt. Das ist ja die Hölle. So viele Schlüssel gibt es nie im Leben. Nein. Oh, was war das? Eine Karte der Stadt. Ah, okay. Hier kann ich so Kartenfragmente finden. Ja, das ist mir, habe ich mir schon, ist mir schon über den Weg gelaufen. Ich dachte, ich hätte eigentlich schon welche, aber anscheinend noch nicht. So, ich muss jetzt erstmal. Ganz schön aufwendiges Inventar da, ne? Oh, das ist geschlossen. Ja, total. Hilfe. So, ich muss mich jetzt erstmal aufwerten. Aber das ist ja schon mal ganz gut, wenn die Munition hier übrig bleiben würde. Lalala. 8200. Jetzt es lohnt sich mal hier einzukaufen. In meinem Hirn rumzuwühlen. So, Waffen. Was haben wir denn hier? Magazinkapazität von der Schrotflinte, ne? Mhm. Die werde ich jetzt mal investieren. Yes. Gut. Schadensmultiplikator. Ah, Mann, wenn ich jetzt wüsste, was ich machen soll. Ich glaube, ich werde Lebensenergie auf jeden Fall mal einmal erhöhen. Immer gut, ne? So, wie viel habe ich denn noch? 4200. Was ist denn die nächste Stufe beim Nahkampfschaden? Was macht die denn? Das ist ja auch was man, glaube ich, oft braucht, wenn man gerade nicht genug Munition hat. Mhm. Aber da steht nur 20%, ne? Ja, genau. Ja. Okay, dann gucke ich mal eben... Genauigkeit, kritisch, Schadensmultiplikator. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Ja. Das nehme ich auch mal. Und ich glaube, dass ich noch eine... das geht schon nicht mehr. Harpunenbolzen und Blendbolzen, das klingt ja auch interessant. Hast du überhaupt schon eine passende Waffe dazu? Nee, aber diese Qualenarmbrust, die suche ich halt in dem Level hier noch. Aha. Und die muss ich auch irgendwie finden. Gut, ich glaube, ich werde jetzt noch einmal, wenn das geht... Nee, das geht nicht mehr. Nee, ich glaube, dass das den Rest, den heben wir uns mal auf. Oder kann ich hier vielleicht noch die Nachladegeschwindigkeit? Das wäre ja gar nicht so schlecht, ne? Mhm.
Okay. Mit einer gut ausgerüsteten Schrotflinte geht's weiter. Ja, Leute, aber ich glaube, das soll es jetzt auch gewesen sein für diesen Part. Ich bedanke mich bei dir fürs Dabeisein, Kirby. Ja, es hat Spaß gemacht. Ja, es war auch sehr, sehr nützlich. Und ich würde sagen, im nächsten Teil werden wir uns dann weiter anschauen, ob wir das Rätsel gelöst bekommen, um den umwogenen, um hier, ne, den komischen Kettensägen heilen. Genau. Also, auf denn, euer Smurlock. Bye, bye. Tschüss.